Rummenigge. Rummenigge. Briegel. Ah, er greift in die Tasche. Gelb für Schuster. Ein erfahrener Schiedsrichter seit 70 bei internationalen Spielen, aber seit 1970 in der ersten Halbzeit das Spiel am langen Zögel, jetzt wo es hektischer wird, wo die harten Zweikämpfe sich häufen, die unfairen Attacken, das zeigt er, das ist richtig gelb. Van de Corput. Schumacher. Naninga war da bei ihm. Förster spielt gegen ihn. Einen Kopf kleiner, aber man weiß ja, dass der Stuttgarter enorm springen kann. Mit Haken und Ösen, beide halten sich. Förster geht jetzt zu Boden, gerempelt. Wieder ein Tritt. Holländer weit vor dem eigenen Strafraum, auf Linie. Rubesch. Kalt. Er wird sofort abgeschirmt und gefault. Ja, da könnte man auch Geld geben. Eckstoß. Kein Zeichen von der Deutschen Bank für Magath, aber das Zeichen wird natürlich von Hans Müller kommen. Wenn sich diese Verletzung aus der ersten Halbzeit doch stärker auswirken sollte. Briegel, Schreiber. Kalt, Abseitsfalle. Müller. Schuster. Rummenigge. Ja, der kam zu überraschend. Der Münchner hatte fast schon Rücklage aus dem Stand, als Van der Corput den Ball verpasste. Repp. Schafter. Naninga. Sie sehen es, bei flachen Bällen nicht gerade der stärkste normalerweise. Rummenigge. Rummenigge. Müller. Hallo. Wir schauen auf die Uhr. 60. Minute. Etwas rund gerechnet. Was tut? Eine Stunde gespielt. 2:0. Das müsste Sicherheit geben. Das bringt vor allem die Holländer jetzt den Zugzwang. Sie müssen kommen. Repp. Schiedsrichter stand 3,5 Meter daneben. Er hat das freut mich für den Düsseldorfer, der im ersten Spiel und auch in manchen Länderspielen. Es ist ja heute sein 13. nicht die beste Figur machte, der schwer hatte, sich
einzufügen. Zwei Tore und das in diesem so überaus wichtigen Spiel gegen die Holländer. Er kann ja schießen aus dem Fußgelenk, genau platziert, aus der Distanz, aus dem Gewühl heraus. Ryan Stekers. Oh, wie ist das schön. Sie hören es vielleicht. Van der Kerkhoff. Rip. Harry Hahn. Ball soll auf Naninga kommen. Die rechte Seite immer doppelt besetzt mit Kals und Schuster. Sie sehen es hier. Das schafft Raum. Das deutsche Spiel nicht schnell, das kann man wahrlich nicht behaupten, aber gut durchdacht, exakt sein Zuspiel als vor drei Tagen, besser präzise als die Holländer spielen. Rummenigge, Rubesch. Ja, Versperren ohne Ball von Schuster. Kohl ist das, der sich die Wade hält. Ich weiß nicht, ob da schon Anzeichen eines Wadenkrampfes sind. Ich weiß es nicht. Es ist viel mit nach vorne gegangen. Vielleicht doch der Tritt. Der unbeabsichtigte vorhin von Alofs. Jupp Derwall. Magat. Jupp Derwall spricht mit Alofs. Hans Müller nickt, als wenn er sagen wollte, es geht noch, ich kann noch. Auch Rummenigge ist an der Seitenlinie. Wer geht heraus? Doch, der Stuttgarter, der jetzt kommt, ja. In der 64. Minute der Wechsel. Zehnen Applaus für Hans Müller, der das zweite Tor vorbereitete. Erste Stärkung von Erich Deuser. Er wird sofort ermahnt nach dieser kleinen Hakelei. Hahn. Der erwartete Zug auf den langen Mann in der Mitte. Magat. Rummenigge, seine Seite, Rummenigge. Eckstoß. Jede Wiederholung.
Er ist kaum zu halten, wenn er den Ball richtig in den Lauf gespielt bekommt, wenn er ihn führt an der rechten Seite mit dem rechten Fuß, wenn er sich nicht drehen muss, wenn er auf links abgedrängt wird. Kein lupenreiner Hattrick. Der Begriff kommt aus England. Man muss die Tore in einer Halbzeit schießen. Sie wissen das. Drei Tore. Klaus Aller. Hoffentlich bleiben die Holländer jetzt. Es gibt einige Hitzköpfe. Wir haben das in Argentinien gesehen im Endspiel, wo sie knapp verloren, auch in anderen Begegnungen. Hoffentlich bleiben sie im Rahmen. Das ist natürlich bitter. 0-3 gegen den Erzrivalen Deutschland. Es ist ein Turnier, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie die deutsche Mannschaft jetzt reagiert. Sie wird das Tempo ganz gewiss nicht erhöhen. Sie wird noch weniger Risiko laufen, aber vielleicht wird sie das tun. Was wir alle so lange vermisst haben, auch die Tifosi hier, die italienischen Fans. Vielleicht spielt sie ja mal schön, lässt den Ball ein bisschen laufen und zeigt etwas fürs Auge. Repp. Immer noch Repp. Franek Jakov, Rüd Kroll. Für alle die, die kurz mal weg waren, irgendetwas geholt haben, trinken, wer weiß, soll ja auch in Deutschland mittlerweile sehr warm geworden sein. 3-0, dreimal der Düsseldorfer Klaus Aller. Es blinkt und blitzt da drüben auf der Anzeigetafel. 19. Minute, 59. und 66. Bernhard Dies. Das ist Kiss, der Torjäger. Johnny Repp. Naninga. Ja, da guckt der Toni Schumacher zu seinen Vorderleuten. Das wollte er sagen, wer hat ihn nicht gedeckt. Der Ball war gut gezogen. Sie sehen es hier. Voll erwischt mit dem Kopf. Und ein weiterer deutscher Spieler läuft sich warm, läuft sich ein. Der jüngste, Lothar Matthäus. Mit der 18. Aber da kommt schon das Zeichen. Die 9 war kurz da. Das ist